Ernst, okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, Kumpel. Ich glaub dir. Erzähl uns die Geschichte. Erzähl sie. Okay, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bar nach Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken. Wow. Wow, okay. Sag uns und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tuss? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ach komm. Nein, hör mir zu, okay? Sie kam näher und ich schaute sie mir genauer an. Hättest ihre Augen sehen sollen. Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht sah aus wie verwest. Sah aus wie eine Leiche. Wie eine wandelnde Leiche, Mann. Klingt nach meiner Frau. Ich hab sowas noch nie gesehen. Kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel. Beruhig dich. Du, hey, du musst stark bleiben. Okay, gib dir drauf nicht Angst nachher. Ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab gesehen. Ach, komm schon. Wurde grad gut. Schlafen. Oh, Scheiße! Nein. Nein, nein. Oh. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Und nein, das bin übrigens immer noch nicht ich. Natürlich hat Curry dazu eine andere Meinung, aber ich bin's nicht. Niemand da? Oh, oh. Komisch. Ja? So, Freunde, jetzt nochmal einen wunderschönen guten Tag, auch auf YouTube natürlich und auf Twitch, zu Let's Play Resident Evil 2. Wir haben jetzt den zweiten Anlauf, wir hatten hier schon ein paar Witze gemacht in der ersten Session, wir haben da vorne über die Tankpreise gelächtert, ja, der Rhein ist voll bis oben hin. Wir sind ja auch schon rumgelaufen, haben auch schon geguckt, Dingo Red Cigarettes, alle möglichen Geschichten, hier gibt's Burger, wir sind beim Missoil Gas Station, ja. Leider Gottes ist mein PC wieder gefreezed, beziehungsweise hat ein Bluescreen rausgeballert, das heißt die Aufnahme war weg, das war zum Glück jetzt relativ am Anfang, alles andere wäre sehr ärgerlich gewesen. Und wir spielen Resident Evil 2, das Remake, was extrem, extrem hübsch aussieht, muss man einfach sagen. Und ich habe die Hose voll. Ja. Weißt du Bescheid. Wir gehen jetzt einfach mal rein in die Missoil Gas Station, in den Shop. Und hier warten bestimmt tolle Hallo? Dinge auf uns. Irgendjemand da? Stimmt was nicht. Ach Quatsch, hier ist schon alles in Ordnung. Das ist, sieht total einladend aus. Da gibt's Bier, es gibt alles. Wir sollen den Laden untersuchen und hören irgendwo in der Ferne in einem anderen Räumchen ein bisschen Gepolter. Hier gibt's Zigaretten, das ist toll. Was steht da eigentlich? Please have your ID ready. Ah, okay. Under 18, no tobacco. Hamburgers. Oh, Hamburger. Mmh. Oh, sieht schon geil aus. Also grafisch gesehen, weißt du ganz ehrlich, das sieht einfach mega aus. Mega, mega krass. Hier gibt's noch Magazine, aber wir haben gerade schon in der anderen Session alles geguckt. In Ordnung? Keine Pornomagazine. Moin. Okay, das ist der Mitarbeiter. Ich komme zurück. Das ist der Mitarbeiter von diesem Shop hier.
Okay. Und wir bewegen uns jetzt einfach mal da hinten in das Räumchen rein. Und ihr hört schon, hier ist richtig, richtig Action. Also. Komm runter! Officer, soll ich helfen? Zurückbleiben, hör nicht näher! Oh shit! Was zum Teufel? Nicht cool. Stopp! Ich schieße! Moin! Scheiße! Komm schon, in die Schädeldecke, Bruder! Na los! Okay, fällt um. Müssen wir uns ein bisschen ranhalten. Ich weiß ja jetzt schon, was hier passiert. Hier hängt ein Schlüssel irgendwo. Hier. Den nehmen wir uns jetzt schnell. Okay. Hier hin. Können den Inventar öffnen. Wir könnten jetzt theoretisch gesehen den anderen Weg nehmen mit dem Schlüssel. Ich glaube, ich möchte aber hier zurück. Weil ich weiß, dass der andere Weg reiner Selbstmord wäre. Hey, was soll denn das? Ach, na toll, da kann man nicht zurück. Ach, leck mich doch am Arsch. Okay, wir müssen den anderen Schlüssel nehmen. Anderen Weg. Wo ist der Zombie, Bombi? Zombie! Da ist er. Mensch, was machst du denn, Kollege? Okay, 4 Schüsse hat das gekostet. Ist jetzt nicht so geil. Aber hier, Inventar benutzen. Okay. Zack, wir öffnen das Ding. Okay, wir haben nur noch 4 Schuss. Das ist halt echt nicht viel, ne? Das ist echt nicht viel. So, da vorne kommt der Digger jetzt. Oh, guten Tag. Was zum? Was zum? Nein, daneben. Moin. Okay, wir müssen echt abhauen. Oh! Alter. Nicht schießen. Runter! Okay. Es war gut, so schnell nach vorne zu rennen. Alles gut? Ja, denke schon. Danke. Dank mir später, wenn wir sicher sind. Oh, Scheiße. Boah, der die Munition auf einmal wieder her. Oh. Sind schon 2, 3. Los jetzt! Rein da! Was zur Hölle geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja, Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja, gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Welcome to Raccoon City. Was ich mich jetzt gerade frage, ist es, wenn man mit der Frau spielt, ein anderes Spielerlebnis? Also ist es was anderes oder ist es einfach das gleiche? Capcom Presents übrigens hier, ne? Raccoon City. Sehr, sehr geil. Zerre95, danke dir. Vielen, vielen Dank. Und Grüße an deine Freundin. Aber ich bin bei euch jetzt. Resident Evil 2 Remake. Juhu. An alle Einwohner. Aufgrund des stadtweiten Ausbruchs wird Ihnen empfohlen, in der Polizeistation von Raccoon City Zuflucht zu suchen. Lebens- und Arzneimittel werden allen Bedürftigen kostenfrei zur Verfügung gestellt. Oh mein Gott, das kann nicht wahr sein. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen.
Ja, aber was, wenn wir die Einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden... Nein, die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande! Alter! Leon, fahr rückwärts! Was zur... Steig aus jetzt! Ich kann nicht! Festhalten! Toll! Toll, danke! Danke, Tobi! Oh, das ist ein Tank-LKW gewesen, ne? Das ist jetzt vielleicht nicht so gut. Oh nein. Boah. Claire, alles klar? Ja, mir geht's gut. Was ist mit dir? Alles ich muss bestens. Weg hier, ist nicht sicher! Geh schon weiter! Ich treffe dich bei der Station! Ich komm hin! Ich hab keine Muni! Boah! Das reinste Chaos! Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich hoffe, ich laufe in die richtige Richtung. Hallo! Sieht aber richtig aus zumindest. Moin! Ich dachte vielleicht, dass wir mit ein bisschen Munition starten. Sind alle so. Ach du Scheiße. Hallo. Verwandelt. Okay, wahrscheinlich, wenn man mit Claire spielt, spielt man dann quasi die andere Seite oder was. Okay, das ist cool. Hat halt echt einen hohen Wiederspielwert damit. Da ist sie. Ah ja. Die Polizeistation. Okay, nice. Aber... Also ein bisschen Munition wäre mir ja schon irgendwie lieber, ne? Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Aber hier liegt halt nichts. Moin. Warte mal, wo muss ich denn? Du versperrst mir den Weg, Digga. Ach, wir können auch hier lang. Okay. Moin. Hör mal auf jetzt. Lass dich mal. Ciao. In your face, Digga. Also das Spiel an sich ist schon relativ schwer, weil daran, dass man hier eben nicht mit Muni startet, merkst du schon, es ist halt ein Spiel von früher. Muss man ganz klar sagen. Und früher waren Spiele einfach schwieriger. Da kannst du sagen, was du magst. Früher waren die Games einfach schwerer. So, und es gab ja diese Gratis-Demo, die war dann quasi in der Polizeistation. Und genau hier gehen wir jetzt mal rein. Genau hier hat eben die Demo gestartet. Und wir sollen jetzt die Umgebung erkunden. Okay. Man muss seine Munition mit Bedacht einsetzen. Genau, man muss halt auch wirklich entscheiden, wann macht es vielleicht Sinn. Ah, okay, wir laufen vielleicht weiter. Ja. Das gibt es eben auch, dass man wirklich sagen muss, okay, wir rennen lieber, anstatt uns jetzt eben irgendwie unsere ganze... Also es ist nicht Ziel oder es ist nicht Ziel von dem Spiel, hallo? Dass du deine ganzen... Ist irgendjemand hier? Dass du eben die ganzen Zombies besiegst. Ja. Das geht gar nicht. Ja, sondern das ist halt wirklich so, dass du auch überlegen musst, okay, wann macht Sinn zu rennen, wann macht Sinn zu schießen. Das ist halt schon ziemlich krass. Das ist schon recht krass, also. So, hier können wir speichern, super.
Schön, schön, schön. Okay, was haben wir hier? Gleich mal gucken. Irgendjemand muss doch hier sein. Nicht gut. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht hier drin. Sollte den Typ suchen. Okay. Okay, wir haben eine Karte bekommen. Soll ich ein bisschen heller machen? Ich weiß, ist euch das zu dunkel? Dann, warte mal, können wir den Schlüssel eigentlich jetzt hier lassen? Schlüssel, ein wichtiges Objekt, ein abgenutzter Schlüssel. Den können wir, glaube ich, hier lassen, weil das war ja von der Tankstelle tatsächlich. Den können wir, brauchen wir eigentlich nicht. Den können wir doch mal hier liegen lassen. Okay, was haben wir hier? Erste-Hilfe-Spray, das nehmen wir natürlich mit. Das ist wichtig. Das werden wir noch oft genug brauchen, glaube ich. passt schon. Okay, ich werde das im Nachhinein für YouTube dann einfach ein bisschen heller machen. Das passt dann schon. Easy going, weil YouTube das ja auch nochmal ein bisschen runter... beziehungsweise, ja doch, ein bisschen dunkler macht. Okay, hier haben wir wieder das verschlossene Ding. Da brauchen wir unser Messerchen oder sowas für. Wie gesagt, das alles hier kennen wir sogar tatsächlich sogar fast schon aus der Demo. Ja. Hier ist auch wieder ein Schlüssel, den wir brauchen. Das hatten wir uns in der Demo ja alles schon angeguckt. Aber das Coole ist, wir können es jetzt hier wirklich ohne zeitliche Begrenzung uns angucken. Das ist schon ziemlich nice. Stacy188, vielen, vielen Dank für deine 5 Subs, die du rausgehauen hast. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, wirklich. Ich weiß das zu schätzen. Vielen, vielen Dank. So, okay. Sind wir hier mal rumgelaufen. Ich glaube, dann gehen wir mal weiter. Beziehungsweise, ich glaube, bevor wir uns jetzt richtig in die Action stürzen. Hier steht Keep Out. Aber ihr wisst genau, wenn da Keep Out steht, dann muss man da natürlich rein. Ist ja ganz klar. Das machen wir jetzt auch. Hier, zack. Runter mit den Dingen. Natürlich. Natürlich. Ich würde da niemals reingehen. Also auch RL, ich würde da niemals reingehen. Never ever. Never ever würde ich da reingehen. So. Was haben wir hier? Wir sind natürlich in der Polizeistation. Hier sind natürlich jede Menge Bilder von irgendwelchen möglichen Leuten, die gesucht werden oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Press Office, East Office. Und alles blutverschmiert, natürlich. Einfach reinlegen. Ja, einfach rein da. Voll geil. So, jeder Ding, da brauchen wir so eine Sicherung wahrscheinlich wieder, ne? Genau. Oder wie gesagt, das hatten wir alles in der Demo schon gehabt. Public Phone. Okay. Was haben wir hier? Public Phone. Okay, hier ist wieder irgendwo Gepolter, hier sind wieder irgendwelche Aufzeichnungen, Sightings, okay. Cold Drinks, da will ich hin. Kalte Getränke, ja. Was haben wir denn hier? Camper haben wir hier, dann haben wir Arp, das ist schon bei Bier, oder? Arp Bier, ich habe keine Ahnung. Cold Drinks, lecker Schmecker. Hier ist einfach alles voll gesuppt. Hier ist alles voller Blut, alles voller Wasser. Du schaffst das. Alles voll hier. Nicht cool. Nicht cool, Freunde. Ah, hier und den Daily Raccoon haben wir hier. Cool. Daily Raccoon. Nice. Hier haben wir noch eine Tür. Alter, you're nuts. You're nuts, du bist ein Verrückter. Digga, du bist echt ein Crazy Boy. Kann ich nicht anders sagen. Vielen, vielen Dank. Ne? Aber du weißt ja, ich kann das jetzt gerade nicht vorlesen, weil wir sind hier gerade voll im Spannungsmodus. Warte mal, kommen wir hier durch? Bevor wir da jetzt hingehen, können wir... Okay, wir können hier rein, wir können da rein, wir gehen erstmal hier rein. Moin. Oh. Okay, da liegt jemand. 6 Schuss haben wir, das ist jetzt nicht so viel.
Ich hoffe mal, der Typ hier bleibt liegen. Der hat scheinbar auch Kacki in seine Hose gemacht. Was echt nicht geil ist. Das ist halt echt nicht geil. Ach, das ist der Pressroom, würde ich sagen, oder? Hier Polizeipresseraum? Ja, das ist der Polizeipresseraum. Hier sind wir gerade. Bitte schön liegen bleiben, okay? Nicht bewegen. Und ich glaube, im Polizeipresseraum werden wir natürlich keine Munition finden, schätze ich jetzt einfach mal. Wir gucken uns den Bro aber trotzdem mal an. Hallo. Oh. Der hat einfach mal 10 Schuss dabei. Nice. Okay, hier ist auch wieder ein Knöpfchen. Ach ja. Licht. Es werde Licht, Freunde. Geil. Okay. Weiter geht's. Toll. Das Licht bringt uns jetzt halt auch nichts mehr. Achso, warte. Hold it. So, Hydrant haben wir hier. Cleaning in process. Ja, das ist aber irgendwie jetzt gelogen. Das ist jetzt aber irgendwie gelogen. Hier ist nichts cleaning in process, Freunde. Ah, hier aber das Frauenklo und das Männerklo. Das Männerklo ist einfach komplett geschlossen. Und das Frauenklo ist noch geöffnet. Ah ja. Moin. Oh, ein Spray. Nice. Erste Hilfe-Spray. Und, ach, da sehen wir den Grund für die Überflutung. Okay. Deshalb ist hier alles voll. Interessant. Und nicht cool. Absolut nicht cool. Okay, aber wie gesagt, den Hydranten. Ach du Scheiße. Oh ja, ein Kaffeeautomaten. Kaffee wäre jetzt natürlich echt ein Träumchen. Oh Gott. Nicht geil. Nicht cool, Freunde. Nicht cool. Absolut nicht zu empfehlen. Hier haben wir wieder so eine Kette. Der brauchen wir wahrscheinlich irgendwie eine Axt oder sowas. Ah, you're nuts, Alter. Du bist echt. Du machst mich fertig, Alter. Du machst mich echt fertig. Auf positive Art und Weise machst du mich echt fertig. Vielen, vielen Dank. You're nuts, du bist echt ein crazy boy. Aufmachen! Dankeschön. Schnell! Oh. Aufmachen! Mach die verdammte Tür auf! Warte mal, ich muss jetzt erstmal gucken, ob ich irgendwas zum Looten noch finde. Aber ich habe das Gefühl, wenn ich die Tür aufmache, geht's hier echt gleich steil. Haben wir hier noch irgendwas? Okay, Fenster, das könnten wir theoretisch gesehen verbarrikadieren. Das wissen wir auch aus der Demo schon. Aber das ist hier leider jetzt nicht möglich. So, warte mal. Warte, mach mal keinen Stress, ich muss looten, Bruder. Warte, hier ist nichts. Okay, komme. Ich hol sie raus! Hilfe! Bitte! Geben Sie mir die Hand! Hilfe! Ich hab sie. Ah, moin! Jetzt die andere Hand! Ich halte ihn! Du Scheiße! Ach, es ist so eklig. Das ist echt eklig. Okay, wir haben hier Notiz eines Polizisten. Also im Notizbuch. Hier haben wir Goddess Statue. Wir haben diese drei... Ich muss sie leider Aussparungen nennen.